So, das nächste Beispiel zu den Ergänzungsinvestitionen. Jetzt geht es darum, die Laufzeiten anzupassen. Wir haben zwei Investitionsalternativen, V1 und V2. Und Sie sehen sofort, 2 ist kürzer. Und jetzt geht es darum, die zweite Investition, die zweite Alternative so zu ergänzen, dass die Laufzeiten gleich sind, ohne dass der Kapitalwert verändert wird. Das erreichen wir, indem wir eine Ergänzungsinvestition uns quasi hypothetisch dazu denken, deren Kapitalwert 0 ist, denn so wird das Gesamtergebnis nicht verändert und die beiden Investitionen werden vergleichbar gemacht. Woher dieser Kapitalwert kommt, sehen wir am einfachsten, wenn wir uns einen Finanzplan aufstellen. Wir haben hier V1, V2. Dann haben wir hier oben noch die Zeitpunkte. T gleich 0, T gleich 1, T gleich 2, es wird immer größer, ne? T gleich 3, T gleich 4, das müsste reichen. So, in der Ausgangsperiode, in der Gegenwart, haben wir die Investitionskosten für beide. I0, 2. In der nächsten Periode haben wir dann die ersten Rückflüsse, also R11 für die erste Alternative, R12 für die zweite Alternative, dann R21 und R22. Und hier ist die zweite Alternative schon zu Ende. Die erste geht noch weiter, ist R31 und R41. So, und um die Laufzeit anzupassen, müssen wir eben hier und hier uns irgendwas noch Hypothetisches dazu denken. Und zwar denken wir uns eine Investition noch quasi dazu, wo wir die Rückflüsse hier, die wir hier in dieser ersten Periode haben, wieder reinvestieren. Minus R12, quasi Investitionskosten. Die Rückflüsse, die wir hier in dieser Periode haben, reinvestieren wir auch. R22. Das, was wir hier eben investiert hatten, kriegen wir hier als Rückfluss, also R1, 2 hoch 3. Und das, was wir hier investiert haben, kriegen wir hier als Rückfluss, macht R2, 2 hoch 2, weil das 2 Perioden später zurückkommt. Und wenn wir das eben so machen, dann erhalten wir am Ende insgesamt eine Investition mit einem Kapitalwert 0. Also das hier, das hier ist eben dieser Term. Die Investitionskosten in Periode 1 abgezinst auf heute. Das hier ist dieser Term hier. Also die Investitionskosten in Periode 2 abgezinst auf heute. Dieser Term hier, die Rückflüsse in Periode 3, sind dieser Term hier. Also das, was wir hier angelegt haben, 1, 2, 3 Perioden später, ist das hier an Rückflüssen. Abgezinst auf heute ist Q mal Q hoch minus 4. Und was wir hier stehen haben, ist eben dieser Term hier. R22, 2 Perioden lang angelegt, also mal Q hoch 2, abgezinst auf heute, also mal Q hoch minus 4. Und wenn wir das Ganze eben, wenn Sie sich da die ganzen Potenzen mal ausklammern, sehen Sie, dass insgesamt am Ende ein Ausdruck rauskommt, der gleich 0 ist. Okay, und genau das wollen wir auch haben, weil die Ergänzungsinvestition soll ja nur hypothetisch sein und deswegen darf sie das Gesamtergebnis nicht verändern und deswegen muss der Kapitalwert 0 sein.